Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Bilder präsentiert bekommt. Ich bin dann immer ein bisschen befremdet, um das mal vorsichtig und YouTube-konform auszudrücken. Und ja, dieses Bild habe ich schon länger auf dem Rechner, aber ich habe noch nichts drüber gemacht. Aber es ist jetzt was vorgefallen. Ich habe noch was weiteres, krasseres entdeckt. Und deswegen fange ich hier aber erstmal einleitend an, weil wir haben hier König und König dargestellt. Und das natürlich im WDR-Fernsehen bei der Sendung mit der Maus. Und wie wir sicherlich alle wissen, die Sendung mit der Maus ist eine Sendung für Kinder. Und da hört es bei mir auf mit meiner Toleranz. Und ja, das geht gar nicht, finde ich, wenn da die Kinder involviert werden. Ich habe auch schon mal, das ist schon lange her, so eine Sendung gemacht hier mit dieser, ja, Erich Große Vagina oder wie der Typ sich da nennt. Und da sollte dann auch so ein Transgender vor Kindern vorlesen, gab großen Skandal. Und ja, das ist mein großes Problem, diese Beschäftigung mit Kindern. Denn ich habe da, oder ich befürchte, da gibt es ein Muster. Und da hatten die Kollegen damals von Cayman News auch schon mal ein Meme zugemacht und haben dann geschrieben, ist es nicht seltsam, dass diese Trans-Leute immer die Nähe von Kindern suchen? Fragt euch mal, warum? Und dann Finger weg von unseren Kindern. Und ich denke auch, wenn die sich da verkleiden wollen, sollen die das alle gerne machen. Aber man sollte dann doch schon irgendwo volljährig sein oder zumindest geistig so weit entwickelt, dass man die Tragweite einer solchen Transformation auch überblicken kann. Ja, was bringt es jetzt aktuell auch Thema im Bundestag ja mit diesem Selbstbestimmungsgesetz? Was bringt es, wenn wir es Kindern ermöglichen, sich da so weitgehend zu verändern, dass die Änderungen nur noch schwer rückgängig zu machen sind? Und ich befürchte da dann in Zukunft, wenn den Kindern irgendwann mal dieser Schritt bewusst wird, doch große psychologische Probleme auftreten werden. Aber das Ganze interessiert ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, der ja mit GEZ-Geldern, die von uns erpresst werden, finanziert wird. Und so heißt es hier, ZDF-Kinderkanal präsentiert Thomas, also Hanna, die Transgender-Soap. Ja, liebe Freunde, ihr habt richtig gehört, dass der Kinderkanal wird jetzt mit einer Transgender-Soap, ja, bereichert, nennen sie es ja immer. Und hier haben wir einen kleinen Ausschnitt. Wir schauen da auch jetzt mal nur kurz rein. Erstmal hier das Intro, so fängt's an. Also sagt ja vielleicht schon ein bisschen was aus. Also erstmal steht da dieses Trans-Mädchen, Junge, was auch immer, steht da. Traurig, alleine, alle rennen vorbei, beachten den Jungen nicht. Und dann kommt dann doch eine Dreiergruppe, die herzhaft mitnimmt und dann dieses traurige Gesicht verwandelt sich in ein Lachen. Ja, das muss man ja alles so interpretieren. Die versuchen uns ja selbst mit so Kleinigkeiten was zu sagen. Und wenn es nur Manipulation des Unterbewusstseins ist. So, jetzt springe ich mal ein bisschen weiter an eine entscheidende Stelle. Da sitzen die nämlich jetzt hier, warten, dass sie zum Direktor kommen und dann hat der Direktor Zeit für sie. Es tut mir leid, ich habe es nicht früher geschafft. Es ist immer hektisch am Ende des Schuljahres. Schon in Ordnung. Du bist sicher schon gespannt, ob das hier deine neue Highschool wird. Ja, das stimmt. Dann spanne ich dich nicht weiter auf die Folter. Wir bieten dir im nächsten Jahr einen Platz hier an der Hillview an. Danke, John, das sind tolle Neuigkeiten. Vielen Dank. Wir führen dich unter deinem rechtsgültigen Namen Thomas, aber auf allen nicht offiziellen Dokumenten benutzen wir den Namen Hannah. Aber alle hier nennen mich Hannah, oder? Das werden sie. So, also der rechtsgültige Name Thomas wird dann schon offiziell noch geführt, aber alle werden sie Henna nennen und dann fragt der Junge dann nochmal nach, ob das denn auch wirklich so passieren wird und der Rektor so, das werden sie. Ja, aber wie will er das durchsetzen, wenn jetzt da Jungs und Mädchen sind, die das nicht so akzeptieren wollen, will er die dann dazu zwingen? Und dazu kommen wir nachher noch. Also das hat gravierende Auswirkungen noch auf unsere Gesellschaft und auf unsere Kinder. Aber erstmal weiter. Außerdem kommt jemand her und redet mit den Lehrkräften über Transgender-Kinder und wie wir dich am besten unterstützen können.
Außerdem kommt jemand her, der mit den Lehrern über Transgender-Kinder sich unterhalten wird. Das heißt, da kommt ein sogenannter Experte, ja, denn seine linksgrüne Meinung ist sicherlich gefestigt und gesichert, und der wird den Lehrern schon erklären, wie man mit Transgender-Kindern umgeht und mit Kindern, die das Ganze nicht akzeptieren werden. Also da kann ich mir auch schon totalitäre Züge an dieser Schule da vorstellen. Ich meine, es ist fiktiv, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass solche Umstände schon an unseren Schulen herrschen, je nach linksgrüner Einstellung des Rektors und der jeweiligen Lehrer, oder in Zukunft herrschen werden. Wenn ihr dazu Infos habt von euren Kindern, von euren Schulen, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Das ist sicherlich wichtig zu wissen. Aber es wird noch besser. Wir möchten, dass die Hillview eine inklusive und sichere Schule für alle ist. Also, darf ich danach auf die Mädchentoilette? Noch nicht sofort. Ich veranlasse, dass du die Toilette des Krankenzimmers benutzen kannst. Ich hatte das am Telefon erklärt. Ich wüsste nicht, was schlimm daran ist, dass sie auf die Mädchentoilette geht. Ich bin offen dafür, diese Entscheidung zu überdenken, aber wir dürfen auch die anderen Eltern nicht vergessen. Wenn die erfahren, dass ein Junge auf die Mädchentoilette geht... Ich bin aber kein Junge. Ich weiß, so habe ich das nicht gemeint. Wenn die anderen sehen, dass ich auf die Krankenzimmertoilette gehe, dann merken sie was. Das muss ich doch irgendwie umgehen lassen. Oh, ja, die liebe Toilettenfrage. Also erstmal sagt der Rektor, er möchte eine Schule für alle sein. Ja, das Problem ist aber, bei diesem ganzen Gerechtigkeits- und für alle und Inklusion muss man ja immer bedenken, Leute wie meine Zuschauer zum Beispiel, wie du und ich, ja, wir würden da an dieser Schule aber nicht willkommen geheißen sein, weil wir finden das jetzt nicht toll. Wir denken, es gibt nur Frauen und Männer, und schon sind wir sozusagen die Doofen an der Schule und werden sanktioniert, bestraft oder sogar von der Schule verwiesen. Weil, denn was ist denn jetzt die Konsequenz, wenn ich jetzt dort an der Schule wäre und das absolut nicht akzeptieren würde, dass ich diesen Jungen als Mädchen bezeichnen müsste? So, was würden sie denn dann mit mir machen? Ja, warum wird da keine Rücksicht genommen auf die Gefühle derer, die sich dadurch ja vor den Kopf gestoßen fühlen, dass sie gegen biologische Tatsachen verstoßen müssen? Also ja, das ist die große Frage. Und dann die Toilettenfrage. Da sagt die Frau, ja, was ist denn das Problem, dass mein Junge jetzt auf die Mädchentoilette geht? Ja, ganz einfach. Wenn ich eine Tochter hätte, hätte ich da ein Riesenproblem mit, dass mein Mädchen, meine Tochter, dann mit einem Jungen gemeinsam auf die Toilette gehen müsste. Das möchte ich nicht. Aber was wir wollen, ist mittlerweile egal, denn jetzt kommt's knüppeldick. Denn hier heißt es jetzt so schön, endlich Normalisierung. Bundesrat billigt Änderung des Geschlechtseintrags. Und jetzt gucken wir mal, was diese grüne Frau hier uns Schönes zu sagen hat, uns zu belehren hat und ja, uns sicherlich, wenn wir dagegen verstoßen, bald mit Anzeigen überhäufen wird. Das vorliegende Gesetz bringt zudem endlich eine Normalisierung in den Alltag der Betroffenen. Sind sie bisher für bestimmte Lebensbereiche klarstellenden Regelungen oder Sonderregelungen vorgesehen, etwa wenn es um den Zugang zu Einrichtungen und geschützten Räumen oder die Bewertung von sportlichen Leistungen angeht, wird es zukünftig grundsätzlich auf den aktuellen Geschlechtseintrag und die aktuell dort eingetragenen Vornamen der Personen ankommen. Auch das ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Ja, die Grünen erachten das als wichtigen und richtigen Schritt. Also ich finde das höchst brisant, was sie da sagt. Also in Zukunft kommt es darauf an, was für ein Geschlechtseintrag und Name im Personalausweis des jeweiligen steht. Das heißt, ja, wenn ich jetzt an der Schule bin, ja, wo wir gerade waren, und ich möchte nicht, dass ein Junge mit meiner Tochter auf die Toilette geht, dann ist der geschützte Raum für meine Tochter weggefallen, weil, ja, durch dieses Gesetz darf dieser Junge auf die Toilette, oder besser gesagt, muss sogar, ja, weil der Rektor, keiner kann mehr was dagegen machen, weil es ja Gesetz ist. Und das Ganze geht ja dann auch noch weiter, ja, das geht ja dann in Schwimmbädern, in Frauensaunen und so weiter und so fort. Also ist ja schön und gut, dass die Grünen das als Normalität und ja, eine Bereicherung für die Betroffenen darstellen. Aber was ist denn jetzt mit Millionen von Frauen und Männern, die in ihren geschützten Bereichen, auf ihren Toiletten oder auf ihren jeweiligen Frauensaunen oder sonst wo, da nicht mit anderen Geschlechtern konfrontiert werden wollen?
Das ist egal. Es wird jetzt aufgrund einer Minderheit, ja, also wie viel Transgender werden wir haben? 1-2% in Deutschland. Diese 1-2% kriegen jetzt alle Türen geöffnet. Und dafür sind jetzt Millionen Frauen betroffen, die jetzt keine geschützten Räume mehr haben. Und was die empfinden, ist völlig egal, denn wenn sie sich dadurch auf den Fuß getreten fühlen, dürfen sie das noch nicht mal äußern, weil man sich dann auch noch strafbar machen würde. Ja, liebe Freunde, zum kleinen Resümee hier nochmal zurück zu der ZDF-TV-Sendung. Bitte schaut genau nach, was sich eure Kinder im Fernsehen anschauen. Und bitte redet mit euren Kindern, bringt ihnen die normale Welt bei, schützt sie vor den öffentlich-rechtlichen Sendern, schützt sie vor den etablierten Politikern und Parteien, schützt sie vor der Systempresse, denn all das kann doch nur zu einer Katastrophe führen. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter ausführen, weil sonst muss ich ja schon rechtliche Repressalien führen. Ja? Ich hoffe, dass man da einigermaßen noch Kritik dran üben wird. Liebe Freunde, denkt dran, teilen dieses Video wieder mal unheimlich wichtig, um zu zeigen, wie massiv da auf unsere Kinder eingewirkt wird, wie eine Manipulation da stattfindet. Und falls ihr es noch nicht getan habt, Daumen hoch für das Video, Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen, dann werden euch auch in Zukunft alle Videos angezeigt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!